Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Through the Darkest of Times. Draußen tobt der Sturm und ja, hier bei uns im Spiel steht auch ein Sturm an, allerdings ein politisch-militärisch-totalitärer Sturm. Josef Goebbels hat das Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung gegründet, beziehungsweise leitet dieses nun. Im Reichstag bleiben Sitze leer, weil Abgeordnete Kommunisten in Nazi-Gefängnissen einsitzen oder am Betreten des Reichstags gehindert werden und alle SPD-Zeitungen wurden verboten. Die verbleibenden Bremische Volkszeitung und Schwäbische Tagwacht. Ich habe gerade gar keine Spielaudio. Wartet mal kurz. Optionen. Lautstärke ist auf 0 runtergesetzt. Ja, das wollen wir natürlich nicht haben. So, historische Symbole. Ja, ich hatte nämlich die Synchronisierung mit der Steam Cloud jetzt mal ausgemacht, falls ihr da auch ähnliche Probleme habt. Da gab es noch ein paar. Ah, ein kleines bisschen lauter kannst du noch, ne? Lassen wir es mal so. Also, liebe Leute, wir sind zurück. 15. März 1933. Und die Maus-Grüner-Gruppe um Horst Maus und Paula Grüner, Erna Buck, das sind ja hier unsere katholischen Konservativen, die beiden. Hier unser anarchistischer Richter, unsere Hauptfigur. Dann haben wir ja den Gerhard vor einiger Zeit dazu bekommen, den kommunistischen Metzger und Josef als egoistischen Sozialdemokrat. Okay, dass er Egoist ist, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Und wir verfolgen einen radikalen Ansatz. Wir wollen hier eine Aktion herbeiführen, passend zu unserer Hauptfigur hier Horst Maus. Der sagt schon gerade, wir müssen uns bewaffnen und dann sofort zuschlagen. Also wir peilen an, hier so diese Dinge zu tun. Molotow-Cocktail bzw. Sprengsatz zu bauen oder Brandsatz. Dafür benötigen wir allerdings Benzin. So, nochmal schauen, wo kriegen wir denn Benzin nochmal her? Hier fehlen uns die Farbeimer. Das könnte man machen. Was ist das hier? Spenden sammeln. Ne, da brauchen wir das vorher. Also wir brauchen als erstes Farbe. Sehe ich das richtig? Farbe kaufen. Genau, dann alles weitere hängt. Alles weitere, was wir hier machen können, hängt davon ab, von den Parolen. Also sollten wir jemanden schicken zum Farbe kaufen. Der Maler Sebastian König erzählt uns von Läden, in denen wir größere Mengen Farbe kaufen können, ohne großen Argwohn zu erregen. Und Erna schlägt sich gleich vor, ja, Bildung hat sie und Empathie auch. Vielleicht kann sie das zusammen mit Josef machen. Es besteht allerdings ein gewisses Risiko, von daher werden wir ihnen mal das Fahrrad mitgeben und noch ein bisschen mehr Geld. 4 bis 5. Ich glaube, 3 ist das, was wir brauchen, ne? 3 bis 4 machen wir mal. Weisen wir mal zu. Dann haben wir noch Gerhard, Paula und Horst übrig. Wir könnten Papier kaufen. Josef meint, dass sie doch irgendwann mal hier Wahlen stattfinden müssten. Ich glaube nicht. Wir können hier mit Christen sprechen. Wir sollten allerdings auch noch mal Spenden sammeln. In Kreuzberg. Das könnte wahrscheinlich Gerhard gut machen. Ja, sieht sehr gut aus. Mit Arbeitern sprechen können wir hier. Mit Christen. Das sollte Paula doch machen können. Ja, geht einigermaßen. Und dann haben wir noch Horst. Ich denke, Horst wird hier mit den Arbeitern sprechen und doch mal ein paar Unterstützer zu gewinnen versuchen. Chancen sind nicht sehr hoch, aber so gehen wir dann in diese Woche und schauen mal, ob es uns gelingt. Wir haben zwei Unterstützer verloren. 35 Menschen unterstützen uns. Sie haben uns 10 Reichsmark gespendet.
Und Paula Grüner trifft sich mit Menschen aus der christlichen Gemeinde in Tempelhof und spricht mit ihnen über das Regime und mögliche Wege, Widerstand zu leisten. Nicht wenige denken, dass Hitlers Vorgehen gottlos ist und dass sie als Christen etwas unternehmen sollten. Andere haben Zweifel, weil es sein könnte, dass Hitler den Willen Gottes vertritt. Naja. 6 neue UnterstützerInnen hier gewonnen. Gerhard Kaufmann besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Er ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert und spenden uns 21 Reichsmark. Erna ist in das Geschäft gegangen, weit von zu Hause entfernt, um zu vermeiden, dass der Ladenbesitzer sie beim Kauf von Farbe erkennt. Sie gibt die Bestellung auf und der Ladenbesitzer verschwindet in einem Hinterzimmer. Nach einer Weile kehrt er mit den Farben zurück. 3 Eimer Farbe haben wir hier bekommen. Und Horst, unsere Hauptfigur, trifft sich mit Kollegen unseres Unterstützers in Köpenick, versucht sich von unserer Sache zu überzeugen. Er hat 4 ArbeiterInnen überzeugen können, sich unserer Sache zu verschreiben, uns zu unterstützen. Tag von Potsdam. Die Eröffnungsfeier des neuen Reichstags fand in der Potsdamer Garnisonskirche statt und wurde vollständig im Radio übertragen. Die Feierlichkeiten wurden in Anwesenheit von Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg durchgeführt. Handelskrieg mit der Tschechoslowakei. Zwischen Tschechoslowakei und Deutschland herrscht ein Handelskrieg. Berlin stellt den Zahlungs- und Reiseverkehr zwischen beiden Nationen ein. Ja, das gehört quasi zu dem politischen Versuch, das Sudetenland abzuringen von der Tschechoslowakei. Und Arbeitslager eröffnet. Die Nazis eröffnen in Dachau ein Lager zur Umerziehung politischer Gegner. Sie nennen es ein Konzentrationslager nach britischem Vorbild. Allerdings ist das hier, soll das ja im deutschen Kontext, im nationalsozialistischen Kontext, eine ganz andere Bedeutung natürlich bekommen, nämlich als Vernichtungslager. Wobei Dachau kein Vernichtungslager per se war, sondern ein Arbeitslager für politische Häftlinge. Und das hat tatsächlich das Regime hier genutzt. Dachau vor allen Dingen als sogenanntes Vorzeigelager hat es propagandistisch ausgeschlachtet, hat gestellte Fotos gemacht und so weiter, die auch ins Ausland gezeigt, also um sozusagen den Eindruck zu vermitteln, dass das alles tatsächlich eben ein Umerziehungslager sei, eigentlich um Menschen auf den vermeintlich richtigen politischen Pfad zu bringen. Und zum deutschen Wesen oder wie auch immer man das im nationalsozialistischen Jargon sagen möchte, quasi zurückbringen will. Tja, trotzdem wurden in Dachau die meisten Erschießungen auch von politischen Gefangenen vorgenommen. Ich meine, 43.000 oder so wurden bis zum Ende des Krieges dort erschossen. Bei unserem Treffen kocht Josef grenzig vor Wut. Ich schwöre euch, der Reichstagsbrand war das größte Geschenk, das man den Nazis hätte machen können. Was meinst du denn damit, Josef? Er fährt fort. Sie beschuldigen die Kommunisten, das waren ja schon immer ihre Feinde. Und jetzt mit dem Reichstagsbrand haben sie die Ausrede, die sie schon immer gesucht haben, um sie fertig zu machen, einschließlich meines eigenen Vaters. Aha. Aber ist Josef nicht unser Sozialdemokrat? Aber das könnte ja trotzdem gut passen. Können wir dir helfen? Mein Vater sitzt im Gefängnis und braucht dringend einen Anwalt. Wir könnten ihm 50 Mark geben. Die letzten Male, letzten Anläufe hatten wir immer kein Geld dafür. Wir werden es mal tun. Wir helfen dir, einen Anwalt zu bezahlen, sage ich. Ende der Szene. Mal schauen, ob uns das irgendetwas bringt. Wir haben 50 Reichsmark dafür weggegeben, die unserer Gruppe jetzt wahrscheinlich fehlen werden. Nun gut. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 2 Mark. Tja, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir wieder sammeln müssen. Und tatsächlich, Josef ist hier unser Sozialdemokrat. Der hat hier hohen Erfolg. Mit Gerhard zusammen. Würde sich das aber kaum verbessern. Von daher werden wir das mal so zuweisen. Und ja, Parolen auf Mauern. Das ist das, was wir als nächstes machen wollen. Parolen auf Mauern malen. Dank Peter Kohl, eines unserer Mitglieder, haben wir von Mauern erfahren, die nachts nicht stark bewacht sind, aber tagsüber von vielen Menschen gesehen werden. Sie sind der ideale Ort, unsere Ziele zu verbreiten. Und was benötigen wir hier vor allen Dingen? Stärke und Propaganda.
Paula hat sich da vorgeschlagen, aber ist jetzt eigentlich nicht so gut darin. Stärke 3 ist das Beste, was wir haben. Boah, das sieht aber nicht so gut aus. Informationen erhöhen das Risiko. Also sehr risikoreich. Wollen wir das trotzdem so machen? Warum ist es gerade so risikoreich hier? Risiko normal. Ja, interessant. Wir haben hier drüben noch neue Optionen bekommen, in Spandau, Wilmersdorf und Reinickendorf aktiv zu werden. Gewerkschafter, Akademikerin hier drüben nochmal. Was ist denn das eigentlich? Industrieparkplatz. Da bekommen wir was? Benzin. Das müssen wir also auch machen. Dafür benötigen wir allerdings 40 Mark. Wir brauchen nämlich hier für den Brandsatz brauchen wir Benzin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Horst auch nochmal... Aber das bringt so wenig mehr. Das bringt so wenig mehr. Ja, dann werden wir hier mal, wo Käthe Schulz uns einen ehemaligen Gewerkschafter vorstellt, werden wir doch mal versuchen, ihn für unsere Sache zu gewinnen und uns da Reinickendorf als neues Milieu zu erschließen. Ich sehe gerade, da können wir ebenfalls Benzin herbekommen. Interessant. Das wäre vielleicht eine alternative Aktion. Ja, und dann ist die Frage, ne, ob das hier mit den Parolen gelingt oder ob das nicht zu riskant ist. Ich meine, die beiden haben jetzt Verfolgungsstufe 1, Erna und Gerhard. Das trägt natürlich zum Risiko bei. Wir haben 2 UnterstützerInnen verloren, 43 Menschen unterstützen uns. Wir haben 13 Reichsmark gespendet. Und in Lichtenberg sind wir nachts unterwegs und Gerhard Kaufmann malt Parolen an die Mauern in Lichtenberg. Am nächsten Tag lesen viele Passanten die Parolen und sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die den Mut haben, sich gegen das Regime zu äußern. Das bringt uns 14 neue UnterstützerInnen und Erna glaubt, gesehen worden zu sein. Da habe ich ja schon Schlimmeres befürchtet. Josef Grenzig besucht die Arbeiter in Kreuzberg und kann dort 23 Reichsmark-Spenden sammeln. Sehr gut. Und in Reinickendorf trifft sich Horst mit dem ehemaligen Gewerkschafter, um zu sehen, ob man ihn überzeugen kann, sich dem Widerstand anzuschließen. Und tatsächlich scheint es sich um eine Gewerkschafterin zu handeln, nämlich eine Sozialdemokratin, die wir uns gleich näher anschauen. Außerdem haben wir hier 4 neue Unterstützerinnen dazu bekommen. Ermächtigungsgesetz beschlossen. Der neue Reichstag verabschiedet gegen die Stimmen der Sozialdemokraten das Ermächtigungsgesetz. Jetzt kann Reichskanzler Adolf Hitler Gesetze ohne den Reichstag beschließen. Tja, ein Gesetz, demokratisch beschlossenes Gesetz zur Beendigung der Demokratie, zumindest der parlamentarischen. Die totalitäre Diktatur wird gefestigt. Goebbels will den Rundfunk aufräumen. Er kündigt eine politische Säuberung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Medien an. Ab dem 1. April sendet das Deutsche Radio täglich von 19 bis 20 Uhr eine sogenannte Stunde der Nation unter Leitung seines Ministeriums. Und Hitler behauptet, Juden sind hier sicher. Er weist alle Vorwürfe in ausländischen Zeitungen zurück. In Deutschland bestehe keinerlei Gefahr. 29. März. Wir treffen uns mit unserer Gruppe. Josef nimmt mich zur Seite. Ich muss dir von meinem Bruder erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, aber du kannst mir vertrauen. Schon gut. Josef seufzt, schaut auf den Boden und dann mir ins Gesicht. Gestern Abend ist er im Braunhemd zurückgekommen, zu Hause aufgetaucht bei uns. Bisschen Gefahr. Wenn er das rausfindet, dass du Teil unserer Gruppe bist, landest du im Knast, sage ich. Das brauchen nicht gleich alle zu wissen, sagt Josef und blickt auf die anderen. Ich habe eine Idee. Mein Bruder vertraut mir, das weiß ich ganz genau. Für uns könnte das eine Riesenchance sein. Ich könnte über ihn an nützliche Informationen über die SA kommen. Ist ja interessant, ne? Sein Vater Kommunist und er
Sozialdemokrat, sein Bruder jetzt in der SA. Tja. Also gut, dann machen wir es. Hoffentlich findest du wirklich etwas heraus und wirst nicht erwischt. Bitte sei sehr, sehr vorsichtig. Okay, was haben wir hier oben erschlossen? Industriepark. Benötigen wir 40 Mark, das haben wir mal wieder nicht. Oder hier Industriepark, 12 Runden jetzt noch. Wir werden auf jeden Fall mal in Lichtenberg jetzt Spenden sammeln gehen, was uns da möglich gemacht wurde. Da können wir nämlich deutlich mehr bekommen. Und das sind wieder Arbeiter, das heißt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn die beiden zum Beispiel gehen. Nehmt mal ruhig das Fahrrad mit. Was wäre, wenn Horst noch mitkäme? Das würde nur das Risiko erhöhen. Ist auch interessant. Naja, okay. 40, was kostet das? 40. Also das würde dann reichen. Wir könnten ihn noch zum Spendensammeln nach Kreuzberg senden. Papier ist für uns kein Thema. Akademikerin. Was würde das denn hier ermöglichen? Spenden in Spandau. SA-Uniform Wilmersdorf. Bücher, Medizin und Benzin. Gewerkschafter. Könnten wir Horst schicken, ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir. Und dann haben wir noch Erna und Paula. Wobei Erna hat schon hier Verfolgungsgrad Stufe 2. Vielleicht senden wir sie ins Versteck. Allerdings kostet das 30 Mark, die ich jetzt nicht unbedingt erübrigen möchte. Kann Paula das machen? Na, dadurch, dass sie Christin ist, katholisch-konservativ, passt das nicht zum Milieu, aber sie würde immerhin ein bisschen was bekommen. Okay, und ja, und Erna muss dann einfach diese Woche mal inaktiv bleiben, oder? Hilft das, sie zur Akademikerin zu schicken? Adam Scheer kennt eine Professorin in Spandau, die möglicherweise bereit ist, uns zu helfen. Ja, wir können es versuchen, ne? Wobei sich dann ihr Verfolgungsgrad nicht verringert. Das ist das Problem. Dann lassen wir das lieber. Ja, wir lassen das und gehen in die nächste Woche. Wir haben sehr viele Unterstützer momentan. Und zwar 58 UnterstützerInnen, die haben uns 17 Reichsmark gespendet. Und in Lichtenberg, wo gerade die SA auf den Straßen patrouilliert, ist Gerhard Kaufmann. Gerhard Hauptmann. Unterwegs und sammelt Spenden. Er glaubt, dass er gesehen wurde. Er sammelt 48 Reichsmark. Wow. Schauen wir mal, ob Paula auch so erfolgreich war. Wahrscheinlich nicht. Jemand beobachtet sie. Sie soll sich mal verstecken. Der Augenzeuge geht wieder. Und 6 Reichsmark leider nur. Ja, sie hat keine gute Beziehung zu den Arbeiterinnen und Arbeitern dort. Und Horst trifft sich mit dem Gewerkschafter in Wilmersdorf, gewinnt ihn für unsere Sache. Es ist Samstag und ich bin auf meinem Weg, Lebensmittel fürs Wochenende einzukaufen. Als ich auf den Laden zukomme, sehe ich schon von weitem, dass irgendetwas nicht stimmt. Vor dem Haus hat sich eine Menschenmenge versammelt, darunter einige Männer in der braunen Uniform der SA. Ja, liebe Leute, was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Through the Darkest of Times hier bei Let's Play History. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.